Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wie ihr hört, bin ich etwas heiser. Das könnte man sagen, es liegt an Karneval. Und genau aufgrund dessen spiele ich auch heute keine Arena, weil das vom Gold her nicht mehr so geklappt hat. Aber ich werde jetzt einfach eine Runde Ranked spielen. Oder gewertetes Spiel. Ich zeige euch aber vorher kurz noch mein Deck. Ich werde heute den nächsten Meister spielen, weil ich auch die Quest dazu habe. Hier so ein, ja, einfaches Deck. Ziemlich aggro. Und ja, ich würde mal sagen, dann lege ich mal los. Ja. Moment, nur Rang 15. Also ist noch schön Luft nach oben. Ich bin eigentlich immer so am Ende der Saison 13 oder 12. Wenn ich auch ordentlich spiele, also genug spiele. Es gibt auch mal Monate, wo ich am Tag nur ein Game mache und das ist halt echt wenig. Ja. Wie waren bei euch so die Feiertage oder bis jetzt so Karneval? Schön getrunken oder auch nicht. Ja, dann schmeiß mal die beiden weg. Oh, Entschuldigung. Also ich bin nicht krank an sich, ich bin einfach nur heiser. Das war gestern noch schlimmer. Ja, was wir erreichen wollen, ist mit dem Deck viel Ballkontrolle zu schaffen und ja, um dann das Game so zu gewinnen. Und da ist zum Beispiel so eine Karte halt echt sehr gut, obwohl man denkt, okay, 3 Schaden, das hört sich vielleicht viel an, aber okay. Da hätte ich den vielleicht einfach angreifen sollen. Naja. So, was ich jetzt hier mache ist... ich hätte doch einfach den 2-3er ausspielen können. Will ich aber nicht. Weil ich die Karte jetzt gleich nehmen will, weil ich hier noch den ruchlosen Unteroffizier habe. Das heißt, ich werde keinen dann buffen und dann irgendeinen Minion zerstören. Und in der Hoffnung, dass das auch zerstört wird. Und dann habe ich direkt noch einen 4-4er auf dem Feld liegen. Und das gibt halt noch mehr Boardkontrolle als alles andere. Als die Karte. So, was auch wichtig ist hier bei der Karte, in dem Deck, die will man ja nicht einfach so, außer mal, also wenn man die spielt und dann die Gegner direkt zerstören kann, dann spielt man die halt aus. Aber sonst versucht man die nicht einfach so auszuspielen, außer man hat keine anderen Karten auf der Hand. Das heißt, es gibt noch eine andere Karte, ein 3-4er Dämon. Wenn der zerstört wird, wird eine zufälliger Dämon oder Dämon aus eurer Hand beschworen. Das versucht ihr immer mit der Karte hier zu kombinieren. Weil dann wird der Effekt nicht ausgelöst. Das heißt, ihr kriegt die dann einfach so und könnt so noch direkt damit angreifen. Das ist bombenmäßig. So, ich will den jetzt noch zerstören. Und den noch spielen. So, jetzt habe ich hier schon mal 4 gegen einen Minion. Oder Diener. 4 Diener gegen einen. Was auch cool ist, ist bei der Karte, die ist an sich schon richtig cool, aber es gibt noch den Messer-Jongleur, den habe ich zwar im Deck. Der wird für jedes, für jeden Diener, den ihr beschwört, macht er zufällig einen Schaden an gegnerischen Charakter. Und das in der Kombi mit der, wenn man sagen wir mal 4 von diesen Wichteln rausbekommt, wenn man auch 4 Schaden macht. Und dann macht man nochmal 4-mal extra Damage nur durch den Messer-Jongleur. Das ist ziemlich praktisch. Würde ich mal behaupten. So. Aber dabei die Combo anscheinend gerade nicht funktioniert. Versuchen wir einfach mal das hier. 3 ist doch schon mal gut eigentlich. Den traden, dann bekommt er jetzt wieder 3 Leben, aber wir haben keine Diener auf dem Feld. Viele denken auch vielleicht, dass Zombie-Fraß gar nicht so gut ist, weil 5 Leben ist an sich erstmal viel, die der Gegner wiederbekommt. Aber wenn man die direkt in der ersten Runde spielen kann, kann das einem schon echt weiterhelfen und gibt einem echt viel Portkontrolle. So, das ist die Karte, die ich meine.
den Leerrufer. Wenn die zerstört wird, wird dann jetzt in dem Moment wird automatisch die Verdammnismache hier beschworen. Das ist extremst praktisch. Ich will noch den hier spielen, den reinlaufen lassen. Mal hoffen, dass ein Leben rauskommt. Perfekt. Perfekt. Und wieder das Feld aufgeräumt. Die Karte lohnt sich echt, wenn man die Kombo rausholen kann. Obwohl an sich die Werte von 3, 4, 5, 4 Mana-Karte echt nicht gut sind. Aha, dem ist also schlecht. Oh, das ist natürlich jetzt doof, da muss ich jetzt die hier rausspielen. Weil das auch ein Dämon ist und die will ich gar nicht haben, dass die dadurch beschworen wird. Oh, das geht ja gar nicht. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Könnte ich das auch anders machen, ja, oder? Wenn ich hier jetzt einfach noch Spott gebe unten da. So. Geht jetzt nicht um den Spott, mir geht jetzt nur um den Buff. Dass ich den einfach so zerstören kann. Und ja, noch eine Karte ziehen können wir auch noch machen. Oh, noch ein Verteidiger von Argus. Sieht doch ganz okay aus. Aber man weiß ja nie, ne? Was er noch so für Karten bringt. Vielleicht kommt nachher noch eine legendäre und dann verliere ich das noch. Man weiß es nicht. Ich frage mich auch. Entschuldigung. Verdammt. Konnte ich nicht so schnell muten. Und der Stuhl knarrt und knarrt. Ist schon was älter. So, jetzt spiel doch. Vielen Dank. Ah ja, rumspielen auf der Karte habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, geh runter. Oh ja, zieh dich zusammen und hier. Oh, cool. Katapult. Und noch ein Katapult. Verstärkung. Hat er jetzt die Karte, die ich glaube, dass er sie hat? Nee. Das ist noch nicht, aber nein. Okay. Was auch immer das jetzt sollte. Ja, ihr werdet auf jeden Fall dafür büßen. Perfekt. Das ist echt gut. Jetzt haben wir wieder einen Dämon bekommen, den vorher ausspielen. Den jetzt mal zerstören lassen. Die reinschweben. Dann noch ein 6er spielen. Und angreifen und Karte ziehen. Da haben wir den Messerangriff, von dem ich vorhin mal geredet habe. Perfekt. Seht ihr, jetzt konnte ich mit der Sohn auch angreifen, wenn die Ansturm hat. Sie kann sehr direkt angreifen. Steht auch hier, der Diener ist sofort angriffsbereit. Und es hätte sich halt nicht gelohnt, hätte der dadurch durch den Leerrufer den hier beschworen. Okay. Das Gottesschild wird ihm auch nicht viel bringen. Was jetzt ganz wichtig ist, ich hätte den da jetzt einfach reinschalten. Das heißt, ich kann jetzt erst meine Mastina ausspielen. Mache ich aber. Wen will ich buffen? Ich spiele einfach zuerst die hier. Mein Schild für Argus. Oh, das könnte jetzt noch was Cooles werden. Ich mache die einfach dahin. Perfekt. Der Messerdungle ist so eine starke Karte. Ich meine, 3-2 für 2 Mana ist ziemlich durchschnittlich, aber dann noch den Effekt, der ist echt. Der hätte dann natürlich auch beides ins Gesicht gehen können. Aber es wäre trotzdem gut gewesen. Ja, so haben wir das gewonnen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Obwohl ich heißer bin. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.